Kurz nachgedacht, der Podcast der Evangelischen Jugend Schwarmstedt. Heute denkt mit uns Hannah Mattes aus dem Gem in Bomlitz. Stell dir vor, du bist in einem dunklen Raum. Du weißt nicht genau, wo du bist, was um dich herum ist, ob du alleine bist oder was da sonst noch so ist. Erst in solchen Momenten wird einem doch bewusst, was Licht für einen selbst und auch für das eigene Leben bedeutet. Licht ist wichtig, um sich zurechtzufinden, um den Orientierungssinn nicht zu verlieren. Licht gibt uns Sicherheit. Licht weist uns den Weg und Licht bringt Freude. Auch in der Bibel wird oft vom Licht gesprochen, zum Beispiel wenn Gott sich Moses als brennender Dornbusch in der Wüste offenbart, im Schöpfungsbericht oder aber auch, wenn Jesus in der Bergpredigt zu den Menschen spricht: Ihr seid das Licht der Welt. Damit meint er nicht irgendwen, er meint die Geschöpfe, die Menschen, eben die Kinder Gottes. Als ich damals als ein kleines Baby getauft wurde, haben auch meine Eltern einen Taufspruch für mich gewählt, der das Licht Gottes aufgreift. So steht im Buche des Evangelisten Johannes in Kapitel 8, Vers 12 geschrieben: Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Mir persönlich hat mein Taufspruch schon immer gut gefallen. Licht steht doch irgendwie für das Gute, für das Hoffnungsvolle, für das Kraftvolle. Licht ist eben Leben. Und dies ist so deutlich in den letzten Tagen zu spüren. Es ist derzeit keine leichte Situation. Menschen bangen um ihre Gesundheit, einige wenige halten das ganze System am Laufen und der Rest muss von zu Hause aus zusehen. Die Welt steht still, sie ist im Ausnahmezustand, wie es die meisten von uns wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Nur zu Hause zu sitzen, kann einem manchmal auch wie ein dunkler Raum vorkommen, kann trist und eintönig wirken. Aber denk immer dran, ein kleines Licht kann einen ganzen Raum erhellen, kann Sicherheit geben und für Orientierung sorgen. Was in diesen Tagen für dich das Licht in der Dunkelheit ist, musst du für dich selbst bestimmen. Vielleicht ist es ja das schöne Sommerwetter der letzten Tage oder der Videoanruf mit Freunden, aber vielleicht auch die wertvolle Zeit im engsten Kreis der Familie. Egal, was es für dich ist, denk daran, dass Gott auch in schwierigen Zeiten für uns da ist, um uns Trost und Hoffnung zu schenken. Amen. Kurz nachgedacht. Jeden Abend, kurz nach 6, denkt jemand Neues mit uns nach, betet, gibt Anregungen und verbindet uns miteinander. Du hast Lust mitzudenken? Melde dich einfach bei uns. Wir wünschen euch einen gesegneten Abend und bis morgen. Wir hören uns um kurz nach.